Mein Name ist Lukas Lehmann von Prozesstechnik Online. Bisher konnte ich nur Männer in unserem kleinen TV-Studio auf der Pautech Technofarm begrüßen. Aus diesem Umstand könnte man schließen, dass in den entsprechenden Abteilungen der Unternehmen nur Männer arbeiten. Dass das aber nicht der Fall ist, beweist mein nächster Gast. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Sandra Wagner von der KBA Metronik. Sie ist Direktorin Vertrieb für Deutschland und Österreich. Guten Morgen, Frau Wagner. Guten Morgen, Herr Lehmann. Frau Wagner, warum nutzt ein Hersteller von Kennzeichnungstechnik die Pautech Technofarm, also eine Feststoffmesse, zur Präsentation seiner Produkte? Weil wir hier eigentlich exakt genau das Fachpublikum bei uns am Stand auch begrüßen können, weil wir sehr intensive, auch technisch orientierte Gespräche haben und die Möglichkeit haben, unsere Produktpalette gezielt für diesen Markt auch zu präsentieren. Ihr Unternehmen zeigt hier in Nürnberg verschiedene Kennzeichnungssysteme. Ich habe mir für unser Gespräch drei Gerätebaureihen herausgesucht. Das sind einmal die Tintenstrahldrucker AlphaJet, dann die Heißprägesysteme HDP System und last but not least die Vereinzelungssysteme UDA Formax. Ich beginne einfach mal mit dem AlphaJet Tintenstrahldruckern. Welche Kennzeichnungsausgaben können mit diesen Geräten durchgeführt werden? Praktisch alle. Das ist der Klassiker. Wird in fast allen Branchen verwendet, glänzt durch unheimliche Geschwindigkeit, sehr gute Haftung, ist zu finden im Lebensmittelbereich, Pharma, Kosmetik, Getränke, Automobil, Elektronik. Also man findet in den meisten Unternehmen einen Tintenstrahldrucker zur Kennzeichnung. Sie haben diese Kleinzeichen-Tintenstrahldrucker AlphaJet vom Institut Fresenius testen lassen. Was war das Ziel dieser Untersuchung? Nicht die Drucker, aber bestimmte Tinten. Denn wir haben Tinten entwickelt, die insbesondere direkt auf Lebensmittel gekennzeichnet oder kennzeichnen können oder auch direkt mit Lebensmitteln verpackt werden können. Und da brauchen wir natürlich auch die externe Bestätigung, damit der Kunde auch die größtmögliche Sicherheit hat, die dann wiederum dem Endverbraucher zugutekommt. Als nächstes möchte ich mich mit Ihnen über die Heißprägegeräte der Baureihe HDP-System unterhalten. Frau Wagner, für welche Kennzeichnungsaufgaben ist das Heißprägeverfahren besonders gut geeignet? Für feste, also keine variablen Daten, praktisch Chargennummer, Haltbarkeitsdaten, sehr einfache Applikationen, sehr hohe Haltbarkeit, Robustheit, große Geschwindigkeit, also wirklich für einfache Applikationen, sehr leicht vom Handling her, wird von vielen Kunden noch sehr gerne genutzt. In welche Konkurrenz besteht da zu Lasern und Tintenstrahldruckern? Ja, das tut sich sozusagen kannibalisieren ab und zu, insbesondere dann, wenn der Kunde auch sagt, jetzt möchte ich umstellen, ich brauche Barcodes, ich brauche Logos, das kann ein Heißprägegerät natürlich nicht. Und dann muss man immer gucken, was passt am besten und was können wir auch empfehlen. Zum Schluss möchte ich mich mit Ihnen noch über das Vereinzelungssystem UDA Formax unterhalten. Frau Wagner, beschreiben Sie den Aufbau dieses Systems und dann sollten Sie uns auch noch sagen, welche Prozesse mit diesem Gerät abgedeckt werden können. Die UDA Formax ist ein Vereinzelungssystem, muss man sich so vorstellen. Ich habe Faltschachteln, die werden in einem Magazin geladen, werden vereinzelt, direkt gekennzeichnet, werden dann über ein Band abtransportiert. Ersetzt einfach in vielen Fällen manuelle Prozesse und ich komme heute auf eine Standarddurchlaufzeit von 100.000 Produkte pro Tag, die ich damit vereinzeln und kennzeichnen kann. Und das ist insbesondere für Kunden interessant, die kleinere Chargen haben, die umstellen müssen, somit keine Lagerkosten haben, sondern die wirklich effizient sagen können, ich brauche jetzt diese 5000 Faltschachteln gekennzeichnet und ich kann die UDA Formax mit nahezu jedem Kennzeichnungssystem bestücken, auch mehrfach. Ich kann also Laser mit Inkjet kombinieren, Heißprägen mit Thermotransfer kombinieren und wird bei den Kunden sehr gut angenommen. Ein wichtiges Thema bei der Herstellung und Verpackung von Medikamenten ist die Fälschungssicherheit. Hier leistet das Vereinzelungssystem UDA Formax auch besondere Dienste. Können Sie die kurz beschreiben, bitte? Also wir haben zwei Applikationen, die ich hervorheben kann. Das eine ist mit einer UV-Tinte, die nicht sichtbar ist, sondern erst sichtbar wird, wenn man die Prüfung macht. Wir haben eine weitere Applikation, da ist ein automatisches Kameraerkennungssystem dabei, um wirklich sicherzustellen, dass bestimmte Parameter, die gedruckt werden, auch tatsächlich aufgebracht werden und im Handel auch nachgeprüft werden können. Und diese Prüfaufgaben übernimmt dann das UDA Formax? Das übernimmt die Kamera in Kombination mit der UDA, die das ganze Jahr vereinzelt. Es ist eine Software dahinter, die man entsprechend auch auslesen, nachgucken kann. Das steckt da mehr oder weniger dahinter. Also ein vollautomatisierter Prozess. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an den Computern, das war ein kleiner Ausflug in die Kennzeichnungstechnik. Frau Wagner, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Messe hier in Nürnberg. Jedenfalls, vielen Dank.